Unglaubliche Gegenstände. Ein cleveres Rateteam. Werden Sie es schaffen, die Geheimnisse der Dingse zu lösen? Herzlich willkommen zu Dings vom Dach. Und hier ist Sven Lorig. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist wieder Dings vom Dach. Das ist Ihre Sendung, weil Sie schicken uns diese wunderschönen Dingse. Die sind mindestens 30 Jahre alt und haben das gewisse Etwas. Die können etwas ganz Besonderes. Und die vier sollen rausfinden, was nun ganz genau. Begrüßen Sie unser Rateteam des Abends. Herzlich willkommen. Hier ist Matze Knob, Barbara Ruscher, Sonja Kraus und Bodo Bach. Und das hier ist ein erster Hauptdarsteller, den wir heute Abend hier ganz herzlich willkommen heißen. Das ist von Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Und das ist, ja, was genau? Das ist eure Frage. Sie bekommt 100 Euro, wenn ihr es nicht rausbekommt. Ansonsten, wenn ihr es rausbekommt, geht die Kohle auf euer Konto. Ihr spielt es am Ende der Sendung dann aus. Was ist das? Schmutzig ist es. Es ist brachial Metall. Es könnte mit Schleswig-Holstein das nichts zu tun, oder? Krabbenpuhle, macht man das mit sowas? Nein. Drehst du es mal? Ja, ich lass es noch mal. Zeige dir das mal so in die Kamera, ne? Also, definitiv Metall. Hier so ein bisschen Isolierzeug. Ist das Gummi? Ist das Gummi. Okay. Ja. Okay. Hier ist so eine, das kann doch bestimmt was tut ganz Tolles. Ja, aber das ist eine kleine Zange. Und da ist eine Feder hier unten angebracht. Ich weiß nur nicht, wie man das bedient, damit das aufgeht. Also hier kann man das drehen, das Ding. Danke. Das muss doch jetzt irgendwas. Du ja das Spiel warte mal. Hin. So, jetzt. Ja, danke schön. Siehst du? Ja, wenn das jetzt vielleicht weiter rankommt, dann dass sich die öffnet. Guck mal, guck, es bewegt sich doch. Ja, es zieht sich nach hinten. So, es zieht sich nach hinten. Dann möchte ich mal in die Hände von Sonja Kraus geraten. Eine Nagelschere für Kühe. Hier ist Stopp. Ja, das habe ich auch gedacht. Ist nicht schlecht. Ja. Aber falsch. Mats, was könnte das sein? Doch. Hallo? Entschuldigung. Erstmal ist die Frage, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da bin ich ja zum Glück nicht der Einzige am Tisch. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich für jemanden, der seit 15 Jahren einen Ehering trägt. Jetzt hat der vielleicht möglicherweise etwas dickere Finger bekommen. Das Ding geht nicht mehr ab. Jetzt machst du deinen ersten Kegelausflug und willst natürlich frei sein. Verstehst du? Ne? Im Samba-Zug. Und dann hältst du den Finger hier rein und kannst sozusagen mit dieser Zange den Ring vom Finger runteroperieren. Aua. Das ist Aua. Aber nur die Maschine für runtermachen. Für draufmachen muss es auch noch eine geben. Oder es hat irgendwas mit der Zunge zu tun. Also die Zunge. Wollt ihr einen Tipp haben? Ja. Ein erster Tipp von drei möglichen. Aua. Und der erste Tipp lautet Metall. Gut? Nein, war nicht, Metall. Nicht Zunge, also nicht Fleisch. Metall. Blomben. Die Kuh hat Blomben. Ja, und du kannst sozusagen damit, das ist ja wie beim Zahnarzt, das ist für einen Kuhzahnarzt. Gibt es das überhaupt, Kuhzahnarzt? Barbara, geh mal Richtung Schweißen. Ich glaube, Schweißarbeit. Irgendwas wird damit arretiert und festgehalten, was ich dann schweißen oder löten kann. Nee, weil der zweite Tipp wäre Mode. Na, dann passt es nicht. Okay, Metall und Mode? Mode? Ach, damit hat man die Keuschheitsgürtel gemacht. Genau. Jetzt wissen wir es. Ritterrüstungen wurden damit genäht. Genau. Ja, so alt ist es nur auch wieder nicht, ne? Ist es isoliert? Ja, aber guck doch mal, das ist doch hier mit Gummi Mode. Und damit vielleicht was nicht abrutscht. Richtig. Damit es halt kaputt geht. Damit es Grip hat. Ich hatte am Anfang gedacht, da kommt halt ein Tier mit dem Hals dazwischen, so ein Hamster oder so. Mode und Metall. Mode und Metall. Wo gibt's Metall in der Mode? Schmuck? Oder Schuhe? Gürtel. So, oder Tasche, ne, dass da so eine Schnalle verarbeitet wird. Kann auch sein. Das ist in der Mode, ist es Metall. Viele Schnallen mit Tasche, aber gut. Oder ein Tipp lautet, da wird was gelöst. Genau, es wird was gelöst. Das war der dritte Tipp. Der war gut. Es wird etwas Metall wird von Mode gelöst. Das könnte man das sagen, ja? Ja. Dann wird vielleicht damit wird vielleicht die Schutzkappe von Schuhen abgezogen, wenn man die Metallschutzkappe oder was ist denn eine Metallschutzkappe? Ja, also Sicherheitsschuhe. Oder zum Beispiel, es gibt auch hinten Metall auf den Absätzen drauf, damit sie sich nicht so schnell ablaufen. Oder man nimmt bei Steppschuhen jetzt mal ein Steppschuh oder Reiterstiefel, haben hinten Sporen dran. Oder, hilf mir mal. Ja, oder Skischuhe. Aber es ist schon beim Menschen. Also, oder nicht, oder ihr seid schon nicht schlecht, aber die Zeit läuft runter. Jetzt ist ein Kampf gegen die Uhr. Skischuhe, Arbeitsschuhe, Metallkappen. Aber bei den Schuhen sind wir. Oder bei den Pferdehufen. Nein, Schuhe. Bleib bei Schuhen. Hinten so Metall. Nein. So Metall. Halt. Ach, stopp.
Ja. Sieben. Jetzt hör doch mal auf. Der kann auch also, gar nicht zählen. Wenn du hinten, du hast quasi an der Hacke hast du so Metallplatten, die das so ein bisschen festigen. Viel nein, einfacher. Du hast auch Metall hier unten in den Absätzen und so weiter. Da hast du ja auch Metall. Das wird gelöst. Schnürsenkellöcher. Was denn? Wo denn? Bei welchen? Wie heißt das unten bei den Schuhen? Unten in der Sohle und im Absatz sind Nägel auch drin, die bei man rauszieht. Bei Flipflops zum Beispiel. Eisen, Schutzeisen, Stoßeisen. Die Absätze, da sind Nägel drin. Weiß ich, wenn lass es gelten. Dass ich von dir das Wort High Heels nicht gehört habe, enttäuscht mich allerdings schon ein bisschen. Und so nutzt man es, bitte schön. Der Schuhmacher soll ein paar abgelaufene Stöckelschuhe reparieren. Besonders der kleine Pfennigabsatz ist abgelaufen und muss erneuert werden. Deshalb spannt er ihn in den Stahlstiftzieher ein, so heißt unser Dings. Damit kann er den zuweilen sehr fest sitzenden Nagel, mit dem der kleine Absatz befestigt ist, herausziehen. Das geht mit diesem praktischen Gerät sehr schnell. Und ebenso schnell hat er einen neuen Absatz aufgesetzt und festgenagelt. Das war aber knapp. Ja, aber. Du warst schnell bei Schuhen und warst du dann, aber hast du mir alle möglichen Schuhe entgegengeworfen. Ja, ich war Sicherheitsschuhe. Aber hi, was Frauen so ansehen. Und wir fangen erst an. Jetzt pass mal auf. 20 Sekunden geben wir euch für das. Okay, Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Leider keine 100 Euro. Das geht aufs Konto vom Team. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sonja. Und jetzt zittern Sie im Breisgau. Oh. Zittern Sie im Breisgau. Dieses kleine Schmuckstück ist von Raphael Seifert aus Freiburg. Und der möchte auch wissen, was ist das? Was kann man damit anstellen? Und das ist auch 100 Euro wert. Matze, magst du mal anfangen? Ja, also man kann es auf jeden Fall auffächern. Das heißt, du kannst sozusagen, das ist sozusagen ist ein Messgerät. Mhm. Und zwar kannst du, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie weit der Mond oder die Sonne von der Erde weg ist, dann kannst du das entsprechend so halten und siehst zum Beispiel, wenn es das ganz Kleine ist, dann ist der Mond zum Beispiel auf einmal 3 Millionen Kilometer weg. Mhm. Ja? Und wenn du das Große hast, dann ist er kurz über deinem Schornstein. Und dann kannst du ungefähr auch so ein bisschen, du weißt dann auch, wie die Pflanzen zum Beispiel, wenn du, es gibt ja diesen Mondkalender, meine Mutter hat den zum Beispiel auch, wenn du zum Beispiel irgendwas einsäst, ist der von ganz immenser Bedeutung. Und damit du aber dich nicht allein auf den Kalender verlässt, sondern auch persönlich überprüfen kannst, ob bestimmt hast du eben diesen Mondmesser. Nicht schlecht. Ne? Find ich auch. Könnte sein. Ja. Barbara, was könnte das sein? Ich finde, man könnte auch, es könnte ja auch so eine Art, entweder, was weiß ich, Knopfmesser oder sowas sein. Also es misst auf jeden Fall, weil es so verschiedene Größen hat. Oder Schlüssellochgrößen oder so, je nachdem, was man so vorhat. Die Erfindung des Rundzylinders, durchaus. Als Dieter Bohlen wird mir noch was einfallen, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also ich meine, man könnte natürlich da, es gab ja mal diese Geschichte, wo ich damals mit Nadel, du kannst dich erinnern, wo ich dann ins Krankenhaus musste. Und da haben sie natürlich dann auch erstmal gemessen und so weiter. Aber den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Vom Fernsehapparat, hallo! Aber in der Tat wird damit was gemessen. Das wäre mein erster Tipp. Na, also es ist auf jeden Fall, ich hatte ja eher an so ein Ringmaßding, aber das ist ja... Also, aber das wäre ja das, was... Kann man damit vielleicht bei Eiern gucken, was das für eine Güteklasse ist oder so? Ja. Also, nachdem, das ist toll. Wie groß das B1, da haben sie dich total beschissen. Das ist irgendwie... Das ist EU-Norm. Nicht mal ein Wachtelei. Also, genau, das ist EU-Norm. Die erste DIN. Eiermesser. Das ist die erste DIN, das Messgerät... Was durchgeht, ist gut und was nicht durchgeht. Und du musst schön flexibel bleiben. Jetzt brauchen wir einen Tipp. Bei Autos kenne ich das haben wir früher die Was war der erste Tipp? Der erste Tipp war, es wird was gemessen. Es wird, ach ja. Ja gut, das haben wir ja schon gewusst. Der zweite Tipp muss flexibel bleiben. Flexibel bleiben. Ein Schlauch vielleicht, Schlauchgröße? Ist es vielleicht eine Münze, dass man Münzen oder sowas damit gemessen hat? Ah, oder sowas? Das ist gut. Es sieht mir irgendwie so ein bisschen edel aus. Vielleicht das bin ich jetzt auch auf der falschen, so irgendwie schon Schmuck oder sowas. Nein, dass Geld. Man Zifferblatt oder sowas gemessen hat, ob es dann auch passt in die... Nee. Wollt ihr noch einen Tipp haben, den letzten? Ja. Es geht um das Wort sichtbar. Flexibel. Optiker ist gut.
Ha, da gibt es doch auch diese. Ja, ja eben. Ne? Aber da ist ja die, Glas dazwischen. Genau. Da je nachdem, wie groß die Pupille ist, verstehst du? Ja. Siehst du, ob du was eingeworfen hast oder nicht? Für die Polizei. Streife. Ja. Das ist so ein Drohnenmesser. Verstehst du? Haben wir was eingeschmissen? Wo kann man denn da? Ja. Flexibel bleiben und. Nee, da seid ihr noch zu weit weg. Flexibel, nee. Sichtbar. Und ich hätte wetten können, dass der Bodo das sofort raushaut. Nee. Wieso? Weil ich glaube, der ja aus so einem Art Fotohaushalt kommt. Ja. Und ich zeig euch mal, wozu man diese Fotoblenden, so heißt das Dings, nämlich ganz genau nutzt. Das Fotografieren mit so einer alten Plattenkamera ist noch eine richtige Herausforderung. Wenn das Motiv eingerichtet ist, muss der Fotograf die Lichtverhältnisse erstmal richtig überprüfen, um dann nämlich die richtige Blende zu bestimmen. Dazu hat er einen Satz unterschiedlich großer Fotoblenden dabei, die er in einen kleinen Schlitz am Objektiv einschieben kann. Diese scheint hier bei dem Licht die richtige zu sein. Und dann heißt es bitte recht unfreundlich schauen und die Belichtung läuft. Unser Dings, das sind Fotoblenden. Und warum habe ich gesagt, bitte recht unfreundlich gucken? Die mussten halt 3-4 Minuten lang, so lang war die Blende offen, in die Kamera gucken, starr und stumm. Und wenn die gelächelt haben, das funktionierte nicht. Und deswegen hat man gesagt, guck mal ganz unfreundlich, guck bitte ganz ernst, dann kann das Foto ordentlich werden. Und wir danken dem Heimatmuseum in Lampertheim. Dort haben wir diesen schönen kleinen Film gedreht. Dankeschön dafür. Heißt aber für Raphael Seifert aus Freiburg im Breisgau 100 Euro gehen in ihre, okay, Richtung. Herzlichen Glückwunsch. Also ging einmal Geld an das Team, einmal Geld an den Zuschauer. Und jetzt gibt es ein neues Dings vom Dach und Tipps nicht mehr in Form von Worten, sondern in Form von Gegenständen. Ah. Klein, klein, klein. Klein und gemein heißt es ja ganz oft bei uns. Mhm. Dies ist von Volker Haupt aus Bad Vilbel bei Frankfurt. Ja. Der möchte wissen, was ist das? Und bei den Gegenständen, die ich gleich noch präsentiere, das sind dann die Tipps, muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Das hast du doch gerade vom Stuhl abgemacht. Oder? Ja, ist mir eben runtergefallen. Löppeken. Das ist so lächerlich einfach. Das ist einfach Kunststoff, ein Stück Kunststoff. Ja, aber das Weiße, was ist das? Das ist wahrscheinlich eine Isolation. Ach, das bewegt sich. Pass mal auf. Hast du wieder ein Messgerät? Kann man es drehen oder drücken? Nee. Das letzte Mal habe ich das gesehen, als ich meine Autorennbahn aufgebaut habe. Da hat man da, wo die Brücke losgeht, da hat man das dann so drunter gesetzt. Aber das ist nicht in der Autorennbahn. So ein Pfeiler. Ja, aber da, ja, stimmt. Ich auch. Weihnachten hatte ich das letzte Mal in der Hand. Ja. Guck mal, ob man das bewegen kann. Ich, also da sind so zwei Pfeile unten drauf. Mhm. Und wenn man da auf dieses Weiße drückt, passiert, mhm, gar nichts. Da kann man nichts drücken, ne? Da kann man drücken, passiert dann aber gar nichts. Doch, dann passt es irgendwo rein und wird, ja, adaptiert. Du meinst, es macht Klick und dann kannst du es irgendwo draufsetzen. Aber wo drauf? So, guck, wenn ich das jetzt, das, warte, ist das, oder? Teil, was fehlt. Ja, natürlich. Ja. Damit sich da nicht mehr bewegt. Da ist noch so ein, da ist noch so ein. Wollt ihr einen Tipp haben? Ja, ja, sehr gerne. Ja. Sie zu Hause sehen auf der rechten Seite ganz unten das kleine rote Dings mit den weißen Sachen am Rand. Das ist unser Dings vom Dach. Und darüber haben wir einen Gegenstand. Das ist aber kein Dings vom Dach, sondern ein Tipp. Und wer traut sich, das aufzumachen? Ich. Oh, süß. Ach, das wäre doch nicht nötig. Das wäre der Heiratsantrag. Oh. Oh. Gibst du es einmal in die Kamera? Ein Auge. Ich, alter immer, wenn Schwede. Ich, wenn ich Glasauge sehe, muss ich an einen Kollegen denken. Aber es passt jetzt nicht, oder? Kann man, nee. Ein Glasauge. Dann hat das was mit Brillen zu tun, oder? Oder Frank Elzner. Also es hat ja jetzt nichts mit Auge zu tun. Es ist ja nicht irgendwie, dass man Augen damit zermatscht, um sie zu essen oder so. Gibt es natürlich auch. Es essen ja Leute gerne Augen oder so. Ein Auge. Was? Oder irgendwelche, ja, Augen von Tieren gibt es, oh, ja, Menschen. Ja. Fischaugen zum Beispiel gerne. Delikatesse. Okay. Also ich jetzt nicht, aber ich glaube, dann hat es eher was mit ums Auge drumherum, ne? So Brille oder sowas. Zu tun vielleicht? Augen, nein, auf. Schaff. Ich hatte als erstes, hatte ich gedacht, es wäre so ein Stempelkissen, weißt du? So. Ja, dachte ich auch. Aber dazu braucht man, braucht, lass, man das ja, lass uns noch mal überlegen, was das bedeutet. Oder ein Playmobil. Warum war das Auge in der Schachtel? Hat, und warum ist es da drunter nur zum Hinstellen? Dies ist ein Kaugummi drunter? Ist ein weiterer Tipp für euch. Ein Band. Und dies, ja, ist ein Band. Schleife. Oder eine Schleife. Oder Augenband, Augenbinde. Augenbinde.
Augen. Ja. Es ist kein Bilderrätsel jetzt. Ach, kein Bilderrätsel. Nein, es ist kein Bilderrätsel. Aber um die Ecke denken. Also, um die Ecke denken. Okay, also wenn wir um die Ecke denken müssen, dann ist Auge gar nicht Auge, sondern Augapfel zum Beispiel. Richtig. Nase. Nee, Augapfel. Und Sehen. Band ist gar nicht Band, sondern Ring. Nasenring. Ring. Nasenring. Oh. Das ist doch hier vom Geschenkpapier. Guck mal, sowas wickelst du doch, wenn du jetzt der Oma einen Kalender schenkst, kommt das um die Verpackung rum. Ja, oder wenn Sven, du bist nicht bei der Sache. Ich bin dabei. Ich spreche mit dir. Du hast bei der Oma Geschenke eingepackt. So, also das ist eine Verpackung für ein Auge. Also Auge, Pupille vielleicht. Die Krause hat gerade eine blonde Idee. Auge, man sieht es, vielleicht ein Film. Band, das ist so ein Band, dass der Film läuft wie ein Band. Das ist gut. Und das ist irgendwie so aus der Film- und Fernsehtechnik. Ja. Aus dem Vorführraum. Genau, aus dem Vorführraum. Da spult man irgendwie, man setzt es oben drauf, um das händisch irgendwie weiterspulen zu können. Oh, die feine Dame. Händisch. Sehr gut erklärt, aber wir sind noch nicht ganz im Ziel. Ja. Ihr kriegt noch einen dritten Tipp. Vielleicht bringt euch das in die richtige Richtung. Das bringt uns raus. Das ist ein weiterer Tipp. Sicherheit. Was ist das? Sicherheit. Okay. Aber du hast das schon perfekt zusammengebracht. Okay. Damit der Film mit Sicherheit auch durchläuft. Also oder quasi. Damit der oder dass es nicht überspielt wird. Das ist ein Überspielschutz, dass der Film nicht abgerollt wird. Das ist ein Schutz, damit die. Oh, das ist gut. Damit die Spule, damit das nicht runterfällt hier, der Bandsalat, damit du keinen Bandsalat hast. Genau, das ist ein Verschlussschutz dieser. Wo bist du denn jetzt gerade? Beim Film. Beim Filmvorführapparat. Beim Band. Sicherheit, das ist ein Sicherheitsnadel. Nee, komm, noch eine Chance. Halt. Jetzt, sag doch mal, ist es mehr Kino oder ist es mehr Home? Es ist mehr Kino, visuell. Mehr Home. So, das heißt, es ist was früher quasi... Warte, halt. Stopp. Ist doch diese Sicherheitsdose, diese... Jetzt kommt das entscheidende Dings. Mann. Das entscheidende Dings. Ich wollte gerade sagen, diese Hülle, wo das drauf gemacht wird. Hab ich schon. Zack. So, Wie alt spielst du denn? Ich hab doch gesagt. Nein, ein Überspielschutz ist es nicht. Da kommt's rein. Hier. Ich sag mal so, wenn Papi ein Video hatte, wir sagen jetzt nicht, was für ein Video. Von Kaninchen. Jugendschutz. Ziegenfilm oder was auch immer. Und wollte, dass es nicht geguckt wird. Und dann wollte er, dass es nicht geguckt wird. Dann konnte man das verschließen. Die wichtigen Teile wurden gar nicht mitgeliefert beim Raten. Und es funktioniert noch nicht mal. So, jetzt ist das drin. Wenn man den Schlüssel rausnimmt, kann man das nicht in die Videokassette reinstecken. So. Hält mal rein in die Kamera, zeig mal so. Eine Bandsicherung. Und was ist exakt das für eins? Eine Kindersicherung. Eine Kindersicherung für VHS-Videokassetten. Ein Videokassettenschloss. Was für ein cooles Teil, oder? Videokassettenschloss. Ja. Aufgewachsen. Heutzutage gibt es dafür ein Kennwort, wenn man sich einen Online-Film runterlädt. Der Vater, der damit noch arbeitet, der hat irgendwas verpennt. Aber früher war das tatsächlich eine Art Schloss, um so eine VHS-Kassette, was ist hier drauf? Eher ein Platz für Tiere. Damit die Ehefrau das nicht sieht, würde ich oder eher sagen. Oder so. Volker Haupt aus Bad Vilbel bei Frankfurt, das war knapp. 100 Toll. Euro für Sie, herzlichen Glückwunsch. Also, Sonja, wirklich. Du bist aber wahnsinnig schnell in die Richtung gekommen. Zack, zack, zack. Schloss ist ja, das ist der Schlüssel, das ist das Schloss, unser Dings, aber trotzdem schön. Und jetzt erweitern wir die Runde und freuen uns auf die Ilse. Die Ilse hat von mir auch ein Dings vom Dach bekommen und wie immer daraus gleich zwei Filme gemacht. Einmal erzählt sie die Wahrheit, einmal schummelt sie so ganz leicht. Und wir starten natürlich immer mit Film an. So wie vor 100 Jahren wird auch heute noch hier im Hessenpark gebacken. Der alte Backofen wurde dazu noch ordentlich mit Holz befeuert. Und aus dieser Zeit stammt auch das bis heute allseits beliebte Holzofenbrot. Um sich am Ofen nicht die Hände zu verbrennen, wurde auch damals schon mit besonders hitzebeständigen Bäckerhandschuhen aus dickem Filz gearbeitet. Beim Ausräumen der letzten Blutreste, aber auch beim Herausholen der Brote und Backbleche wurde dieser Handschuh hier benutzt. Damit konnte selbst bei extremer Hitze noch gefahrlos gearbeitet werden, denn am Ende musste alles schnell gehen, damit nichts im Ofen anbrannte. Helmer Niehoff aus Quakenbrück in Niedersachsen hatte uns diesen Bäckerhandschuh geschickt. Wir dürfen ja nicht anfassen, aber du kannst ihn vielleicht mal so ein bisschen bewegen, dass wir einmal gucken können, was so... Einmal auf den Kopf setzen, bitte. So, okay.
Gut, spricht alles dagegen, weil mit dem Teil hast du ja keine. Also, du hast doch. Ja, das, doch, das kannst du nicht greifen. Da. Ich hab das im Kamin habe ich zu Hause und da gibt es auch so einen Handschuh, wo du dann eben die Kohle. Ja, da ist da ein aber so ohne ein, Finger. Ein Daumen. Ja, der ist aber wichtig zum Greifen. Aber wenn du so einen Doppelback hast, da brauchst du ja nichts greifen. Das liegt ja flach auf der Hand. Verstehst du? Du schiebst quasi die Hand unter das Doppelback. Ja, aber es gibt ja auch Bäcker ohne Daumen, verstehst du? Natürlich. Natürlich, ganz viel. Ja, das ist halt so ein Spezialhandschuh. Ja, Bäckern ohne Daumen. So eine Bäckerrandgruppe. Wisst ihr was? Wir gucken uns mal Film B an, Ilse, bitte. Gut. Das hilft. In einer Schneiderei waren früher solche Bügelkissen bei der Fertigung von Maßanzügen und Jacketts unerlässlich. Dieses hier ist aus besonders hitzebeständigem, robustem Filz gefertigt und doppelseitig mit Isoliermaterial gefüllt. Um damit zu arbeiten, zog man es sich wie einen Handschuh über und beim Ausbügeln der Schultern, Ärmel, Taschen und Aufschläge diente es quasi als bewegliches Bügelbrett. Man hielt es unter den Stoff und konnte dann mit dem Bügeleisen die einzelnen Partien besonders gut in Form bringen. Das ist ein Bügelkissen für Schneider ohne Daumen, muss man sagen. Wollte ich sagen, ist doch völlig unlogisch. Da fehlt doch der Daumen. Ja, genau. Sag mal, der Handschuh bei dem Kamin, aus was ist der? Aus welchem Material? Weil es wird ja heiß auch. Und das der da, Handschuh? Wenn du das in dem Ofen da hast, in dem Backofen, dann... Deiner. Also möchtest du mir jetzt hier sagen, dass ich keine Ahnung habe, oder was? Ich will doch genauere Informationen, damit ich eine Entscheidung treffe. Ich stehe ganz oft um 3 Uhr auf, komme an so einer Backstube vorbei und meine diesen Handschuh schon oft. Okay. Sehen es deinem Bäcker zu. Darf ich jetzt? Ich bin kurz entschlossen und sage B. Ich sage auch B. Weil es macht Sinn. Weil es ja auch glatt sein muss, wenn man was bügelt. In dem Rotbackofen ist das Ding zu fein. Aber das ist doch für ein Bügeleisen viel zu klein. Guck mal, so ein Bügeleisen ist doch schon viel länger zum Beispiel. Und da müsste doch irgendwie... Du bügelst dir doch den Arm. Die ganze Zeit, die du jetzt verlaberst, fällt uns nachher bei den Dingsen. Also wir sind für B, oder? Okay, ja. Ich sag mal, ihr habt doch einen am Bügelkissen. Ja. Muss man ganz offen sagen, aber trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, Herr Knoll. Das bedeutet, wenn wir auf den Zwischenstand schauen, dass wir beim Team auf jeden Fall... Due. Bitte? Due. 200 Euro mittlerweile. Nicht schlecht. Ist doch, immerhin. Ja. Aber, Helmer Niehoff aus Quakenbrück in Niedersachsen, es tut mir sehr leid, das Team hat zugeschlagen. Ja. Der Matze war auf ihrer Seite. Also hätte ich auf Matze gehört. Ne? Ist ein Verwandter von mir. Sind Sie froh, dass Sie zwei, zwei Daumen haben? Geld ist nicht alles. Ja, das ist wohl wahr. Und wenn Sie zu Hause auch so ein schönes Dings haben, machen Sie davon bitte ein Foto und schicken uns das, egal ob mit oder ohne Daumen. Und schicken das bitte an den Hessischen Rundfunkredaktion Dings vom Dach in 60222 Frankfurt am Main. Oder schicken das Foto digital per Mail bitte an dings@hr.de. Und die Ilse hat noch ein Dings in die Finger bekommen und die schiebt jetzt mit uns eine ganz ruhige Kugel. Von solchen Graphitkugeln befanden sich Tausende in einem sogenannten Kugelhaufenreaktor. Diese Hochtemperaturreaktoren wurden in Deutschland schon in den 60er Jahren entwickelt. Als Brennelemente hat man mit Uran gefüllte Kugeln aus Graphit verwendet. Damit ließen sich höhere Temperaturen erzeugen als in einem herkömmlichen Druckwasserreaktor wie diesem hier in Biblis, der inzwischen schon wieder stillgelegt ist. Aus vielerlei Gründen hat sich der Kugelhaufenreaktor aber nicht durchgesetzt. Diese Kugel hier ist natürlich nur eine Nachbildung, die völlig ungefährlich ist und selbstverständlich nicht strahlt. Dafür strahlt Ilse umso mehr. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Der Ilse, der moderierende Castor-Transport. wir danken Werner Fürst aus Emmertal an der Weser. Der hat uns dieses schöne Kügelchen beschert. Also gehört habe ich schon von diesem Kugeltrans-Dings da. Aber was? Ob das so aussieht? Ernsthaft? Von einem Reaktor mit Kugeln, ja, habe ich schon gehört. Hast du schon gehört? Ja. Hier? Aber ich glaube, Nee, noch nicht, ehrlich? Sagst du was? Was hörst du sonst noch für Stimmen? Ich trage einen Aluhut und bin ganz rein. Nein, natürlich habe ich schon gehört. Bin nicht blöd. Ich habe doch. Bin nicht blöd? Bist du nicht? Das wollten wir nicht. Ich bin doch sicher. Aber wenn ich davon sprach, lass uns mal eine ruhige Kugel spielen und schieben, kann man das auch durchaus in den spielerischen Bereich nehmen. Deswegen, es gibt hier noch Film B. Ja.
Das Boule-Spiel kennt man vor allem aus Frankreich. Dort haben Kugelsportarten eine lange Tradition. Vor etwa 100 Jahren erfand ein älterer, von Rheuma geplagter Boule-Spieler in Südfrankreich eine neue Variante, die etwas einfacher zu spielen war. Beim sogenannten Pétanque waren die Kugeln etwas kleiner und leichter und es gab keinen Anlauf mehr. Die Pétanque-Kugel wurde mit weniger Kraftaufwand direkt aus dem Stand geworfen. So wurde Pétanque auch bei vielen Frauen und älteren Menschen beliebt. Bis heute wird dieses Spiel auf vielen Plätzen und in den Parks mit großer Leidenschaft gespielt. Also erstmal muss ich ja sagen, sieht man das ja öfter mal, wenn man so im Süden irgendwo unterwegs ist, in Spanien, ja. Italien, dass sowas gespielt wird. So. Und ehrlich gesagt, die meisten, die das spielen, sind ältere Leute und die haben aber durchaus auch größere Kugeln. Also, das ist die Boule-Variante, aber ist das, es ist ja Pétanque. Das ist die Rollator-Variante oder was? Kennt ihr das? Betreutes Boulen. Ja. Also so. Ich sag so. B. Eine Frage habe ich noch. Ich würde ganz kurz sagen, aber ja. Ist das die kleine Kugel, die man vorwirft? Nee. Oder die, was nein, das ist die gespielte Spielkugel. Eine der also sechs Spielkugeln. Also es wäre schöner. Es wäre schöner, wenn es und jetzt nicht mit Atomkraft wäre. Dann wäre die kleine Kugel aber noch kleiner. Ja, ein Ticken kleiner, ja. Die hast du auch schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Okay. Der Fuchs. Dann sind wir doch beim Kugelreaktor. Ja. Nee, komm, ey. Ich habe also schon gesagt, ich nehme B. Aber ich lasse mich gerne überstimmen. Also ich meine, die Blonden nehmen B. Wir bleiben bei der französischen Variante. Wieso wir? Du hast mit mir noch gar nicht geredet. Ja. Wir sind aber schon wieder raus. Ich sammle mich noch. Ich versuche noch abzuwägen. Da habt ihr schon wieder entschieden. Okay. Nehmt es. Eben lagt ihr ja auch richtig. Also du bist bei B? Trotz deines Wissens. Ich bin bei Pétanque. Du bist bei Pétanque. Also ich habe Vertrauen in die älteren Herrschaften, dass sie auch größere Kugeln stemmen und werfen können. Ich fand es auch ein bisschen respektierlich von Ilse zu sagen, ältere Herrschaften und Frauen. Aber gut, ihr nehmt also mehrheitlich die Pétanque-Kugeln und das ist falsch. Oh. Ja. Enttäuschung auf ganzer Linie. Es mag zu nah liegen. Was gesagt? Zu nah. Wir halten mal fest, dass der Bodo alles kennt, weil der kennt nicht nur Pétanque, weil es wirklich gibt als Spiel. Wir haben das komplett ausgeredet. Ich war jetzt der Meinung, es gibt es nicht. Und du kennst exakt als Einziger, weil ich kannte es auch nicht. Du kanntest diese Graphitkugeln, die in Atomkraftwerken benutzt wurden oder in Kraftwerken benutzt wurden. Das Wort Kugelreaktor oder Kugelhaufenreaktor habe ich noch nie gehört. Natürlich. Und hättest du auf deine Kugelstimme gehört, bitte? Ja, ich wollte nur sagen, ich möchte, liebe Herrschaften zu Hause, die etwas älter sind, ich habe zu Ihnen gehalten, weil ich habe Ihnen das zugetraut, dass Sie mit einer größeren Kugel. Ja. Hier, die drei. Hä? Ich bin raus. Ihr dürft euch auch durchsetzen, Jungs. Gratuliere. Mobbing von einem anderen Stern, aber ich möchte gar nicht zu. Aber wisst ihr was? Ich gehöre gar nicht zu. Werner Fürst freut sich trotzdem, denn der kriegt jetzt 100 Euro von uns. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das habe ich auf Kugelhaufen. Ja. Die haben wieder. Ich habe Bock gekriegt, sowas zu spielen. Und wenn Sie die Ilse nochmal Pétanque spielen sehen wollen, überhaupt kein Problem. Sie können sich die Sendung nochmal anschauen. Im Netz nämlich, auf unserer Homepage dings.hr.de. Da können Sie übrigens auch sehen, wie Sie ins Frankfurter Studio kommen, mal hier als Studiopublikum dabei sein können. Alles kein Problem. Jetzt sagen wir Dankeschön, Ilse, und freuen uns auf das nächste Dings vom Dach. Dies ist von Erika van Riesen aus Bad Wörishofen im Unterallgäu. Was lachst du so? Ich habe so eine Idee, was es sein könnte. Ja? Ja, ich finde es goldig. Unterallgäu ist goldig. Auch schön. Ich das könnten so Spurmacher sein, wenn man jetzt quasi ein Geflügel, das, weißt du, was ich meine? Dass man damit Abdrücke macht und den Fuchs damit in die Falle lockt. Nee. Ja. Es gab doch in der Grundschule früher dieses, wo man so auskratzt. Das ist für Stockenden mit Stockbein. Wie hieß das noch? Nein, das ist Branding. Verstehst du? Wenn, ach so, hier so. Ja, das ist quasi auch für einen Kegelausflug. Das heißt, wenn die Ehefrau auf Kegelausflug geht. Mein Mann geht. Genau. Also, hier Branding schreibe ich hier Insel drauf. Genau, ja. Ist das scharf? Ihr seid ja hart drauf heute. Spitz. Schaber. Also ich würde sagen, Schaber, das Wetter. Ist ein Vogelkratzer. Was? Vogel? Ein Vogelkratzer. Aber dann das Runde gehört dazu. Wo man irgendwie Fugen mit auskratzt, wenn du irgendwie... Ein erster Tipp lautet Form. Jetzt gibt es wieder drei mögliche Tipps von mir. Die Ilse ist ja weg. Form? Ja, und damit ihr nicht ganz alleine seid, gibt es Tipps von mir. Also ich habe zu Hause so ein ähnliches Ding, wo man die Silikonfuge mit wegkratzt. Ja? Aber ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet Silikon vor. Ja, aber guck mal, es gibt ja diese zwei... Es gibt ja nicht nur das mit den Ecken, sondern auch im Rund. Es gibt nicht nur zwei Dinge, es gibt auch zwei Tipps von mir. Den zweiten Tipp nämlich, und das lautet Zierde. Zierde. Ah, also für Stuck. Stuck. Zum Stuck. Der Stuckateur. Stuckateur.
Werkzeug. Verputzerwerkzeuge. Kleine, feine, um schöne Ornamente zu machen. Dann hätte der aber viel zu tun. Sind die nicht was größer? Ja, die hatte damals mehr Zeit, da war der Arbeitslohn noch nicht so hoch. Nee, die haben das gegossen, stimmt. Ja, jahrelang haben die Stuckdecken gebastelt. Oder, so, also oder irgendwie, wenn so in so einer Kirche so Maler arbeiten, dass man da vielleicht entsprechend irgendwie am Mauerwerk oder an der Farbe, an den Gemälden oder in den Fensterrahmen. Genau, wenn du sozusagen bei Bilderrahmen oder bei, wenn du das abblättert und du sozusagen, wenn es abbeizt und dann hast du ganzen Schmodder in den Ritzen hängen und dann musst du es nochmal so rauskratzen. Oder den Kit. Schmodder in den Ritzen. Oder den Kit von Bilderrahmen. Dritter Tipp. Aber ihr seid ja schon sehr gut. Mit dem Kuchen. Rotation lautet der dritte Tipp. Rotation, wenn sich, also es dreht sich etwas. Beim Töpfern. Töpfern. Jetzt mal Töpferwerkzeug. Jetzt haben wir es. Oh, damit formst du verschiedene also Formen in dieses in das Ton. Ja, hier so. In das Ton. Ah. Sehr gut. Man nennt es formal juristisch korrekt Abdreheisen. Natürlich. Ah, ja. Natürlich. Wer hat es nicht geahnt? Ja, hier ist der Film dazu. Aus diesen vorbereiteten Rohlingen werden später mal schöne Keramiktöpfe. Bevor sie gebrannt werden, müssen sie aber noch den letzten Schliff bekommen. Mit dem dreieckigen Abdreheisen wird die Kante des Bodens noch etwas schöner und gleichmäßiger gemacht und kleine Unebenheiten abgezogen. Und mit dem ovalen Werkzeug kann man dann später noch eine gleichmäßige Struktur hineindrehen. Das sieht schon sehr professionell aus. Und bald schon ist das gute Stück fertig zum Brennen. Wir danken dem Töpfer Jürgen Riebe in Bickenbach. Bei dem haben wir diesen schönen kleinen Film gedreht. Aber bestimmt Spaß. Oder? Abdreheisen. Ein Abdreheisen, auch ein schönes Wort, muss man sagen. Indika van Riesen aus Bad Wörishofen im Unterallgäu. Es tut mir leid, kein 100 Euro. Das Team freut sich über 100 auf dem eigenen Konto. Glückwunsch! Ah, jetzt kommt was Schönes. Das ist zwar klein und gemein, aber schön. Oh. Ich sehe es ja gar nicht mehr. Holen Sie die Lupen raus. Wir machen die Brennweiten richtig scharf. Björn Geißler aus Siegen in NRW. Boah. Möchte gerne wissen, was ist das denn? Das ist hat mal jemand eine Lesebrille für mich? Mit dem Auge gar nicht da mehr bin ich raus. Und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Nein, was ist das? Aha. Oh, das ist ganz winzig. Und ach, du meine Güte. Ich muss jetzt echt meine Brille bald haben. Das ist ja echt Wahnsinn. Soll ich mal eine schnorren? Ja. Hat mal einer eine Lesebrille für uns? Wir können nichts sehen. Ja. Hier, erstmal ja, die uns sehen können. Boah, wenn ihr so weitermacht, verjüngen die das Team. Ich gebe es erstmal an die gesunden Kollegen. An die noch sehen können. Also hier, da ist natürlich so eine Art Sicherheitsnadel. Also ich meine, so eine Nadel drin. Mhm. Das sieht aus wie eine Haarspange. Kann man aufmachen. Guck mal, so eine Haarspange. Ja, da kann man was einklemmen, ne? Das gibt es in der Fotografie und das hängt in der Dunkelkammer und da hat man irgendwelche Filme zum Trocknen mit aufgehängt. Diaz vielleicht. Oder Buenos Dias. Senorina. Das ist auch so ein, ich weiß, was es ist. Das ist, guck mal, das ist doch super. Man kennt es ja als Haarspange, das wurde ja eben schon genannt. Ja. Und jetzt gibt es aber sowas auch, zum Beispiel vielleicht für die Augenbraue. Das ist so wie so ein Piercing zum Abnehmen. Verstehst du, du machst es hier so rein. Ja, du machst hier so rein und klemmst es fest. Und siehst einfach ein bisschen cooler aus und machst es dann, wenn du nach Hause gehst, wieder ab. Oder auch für Nasenhaare, verstehst du? Ne? Das heißt, du klemmst 8 Nasenhaare ein und reißt sie dann gleichzeitig aus. Das ist sozusagen ein Nasenhaar-Ausreiß-Entferner. Richtige Antwort. Oder? Richtige Antwort. Nein. Geh mal her. Nein. Geh mal, hast geh mal, geh mal. Wink-Tourette? Du hast eine Brille. Ich habe eine Brille, ich sehe scharf. Du hast jetzt eine Brille, sich aus dem Publikum erschnorrt. Und ich muss sagen, die steht dir eigentlich ganz gut. Ja. Siehst du jetzt was? Ja, das ist super. Der rät's jetzt sofort. Ist der Brille? So. Also über die steht die Lösung drauf. Und deswegen hast du jetzt so gewunken, weil du immer noch nicht guck weißt, mal, was es ist. Ja, guck mal, vielleicht ist es so ein also Haarspange. Ne, irgendwas klemmt man da. Wollt ihr eigentlich einen Tipp haben? Nee, das ist so ein Ordendings. Da macht man einen Orden. Da ist ein Orden dran. Nein, schade. Wollt ihr einen Tipp haben? Ja. Verloren. Verloren. Ach. Wenn man seinen Schlüssel, damit man seinen Schlüssel nicht verliert, macht man den da irgendwie. Nee, das macht. Muss ja irgendwas sein, was ganz Briefmarke Kleines. Verliert. Nein, Quatsch. Ach, nee. Eine Nadel im Heuhaufen. Ja. So, und wenn du das drin da dran machst, dann findest du sie immer noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist etwas größer geworden. Ja. Was verliert Weil man? Weil du zwei Sachen in dem Heuhaufen hast. So, du musst zwei Sachen suchen. Und der zweite Tipp lautet: ersetzt.
Ersetzt und verloren. Wenn man etwas verloren hat, kann man es damit ersetzen. Ja, das ist ein Ersatzteil. Ein Schlüssel. Das ist wie so ein Ersatzschlüssel quasi. Das ist, nein, die Brille. Nein, aber was könnte man denn verlieren? Ist das aus dem Haushalt? Also Wohnung? Wohnung? Ja. Haushalt? So ist das so der Bereich? Ach, schon oder eher Scheune? Nee, in Scheune nicht. Verlieren. Verstand verlieren. Verlieren, verloren. Ja, also, aber vielleicht doch Bekleidung, wenn man irgendwas schnell verliert, so klein. Was gibt es denn an Kleinkram? Knöpfe. Den BH-Träger. Oh. Das Ding, was man, wenn man das nicht mehr zugeht, das ist ja scheiße. Dann ist ja unter Umständen. Nee, ist nicht scheiße, ist gut. Kommt drauf an. Ja. Ja. Das kommt drauf an! Hallo! Oder, hallo. Oder, etwas. Oder vielleicht ist es auch so eine. Wie man das da dran? Reißverschlusshalter. Nähmaschine. Dritte Tipp lautet. Wenn der Faden verloren ist, dann kann man den damit wieder aufheben. Der dritte, wir brauchen Tipp? Keine Tipps. Doch, den dritten Tipp. Okay, der dritte Tipp lautet befestigt. Befestigt. Ach toll! Oh, ey, danke! Du mit deinen Tipps so, ey. Verloren, Ersatz, befestigen. Also ja. wenn man vielleicht. Nähmaschine, ist es richtig? Nee. Oh, shit. Aber wir bleiben bei Reißverschlussknöpfe oder. Ist es scharf? Ihr wart einmal ganz kurz im richtigen BH. Bereich. Bei BH? Nein, BH, nein. Das wär, ich soll euch mal ja sagen. Ja, beim Orden? Wir waren einmal ganz kurz. Ihr wart einmal ganz kurz im richtigen Segment, aber dann seid ihr direkt beim wieder Orden? Abgeworfen. Nein. Briefmarke. Ah, jetzt nicht durchraten, ist ja Quatsch. Eine neue Idee brauchen wir. Wir brauchen eine neue Idee. Also verloren. Da ist was verloren gegangen. Verloren, ja. Ersetzen, befestigt. Und es wird ersetzt und wird befestigt. Mit diesem Teil. Aber ihr seid dann noch zu weit weg. Wir waren doch in der Dunkelkammer. Und das Erste, was Sonja, glaube ich, gesagt hatte, war Haarspange. Hab ich doch schon gesagt. Es ist ja keine Haarspange. Das ist eine Toupet-Spange und so nutzt man sie. Nein, das ist keine tote Bisamratte, die der Maskenbildner hier bearbeitet, sondern ein sehr altes Haarteil. Um das später sicher auf dem Kopf zu befestigen zu können, näht er eine Toupet-Spange fest daran. Mit solchen Toupet-Spangen kann man das Haarteil dann am Haar des Schauspielers einklemmen und festklemmen. So sitzt es nämlich später als Teil der Frisur fest auf dem Kopf und sieht dann hoffentlich nicht mehr ganz so künstlich aus, wie das gleich der Fall ist. So nämlich. Unser Dings ist eine Toupet-Spange. Fröhliches Kämmen. Hallo. Einspruch. Hör mal, ich rede hier über Augenbrauen, Nasenhaare. Sie hat es gesagt. Ja. Da musst du in dem Moment musst du schon. In dem Moment, wo du sowas sagst, mache ich. Yeah! Ja! Das ist für euch! Ja! Aber nicht irgendwie so tun, als. Und dann auf einmal sagen, ihr wart mal ganz kurz in der Nähe. Ja, du bist der Anwalt des Publikums, das wissen wir. Aber ich meine, ey. Ey. Ich glaube, sowas benutzt der Trump, oder? Der hat ja immer die Haare so. Aber weißt du was? Drei davon. Drei. Und wir haben eins davon kriegen können von seinen dreien. Und Björn Geißler aus Siegen in NRW hat uns das zugesandt. Und dafür kriegt er 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und um jetzt wieder ein bisschen Frieden reinzubringen in den Laden, gibt es noch was ganz Kleines, was ganz Großes. Hier ist das nächste Ding vom Dach. Oh Gott, jetzt kommt's. Ein Elefant. Ja, wo ist er denn? Der Elefant? Ja. Das ist ja mal ein dickes Ding. Ah, viel gewinnt. Philipp Wachowiak aus Kempten am Niederrhein hat uns das eingesandt und möchte gerne wissen, was das ist. Was ist das? Ich glaube, eine Beamtenklatte. Damit machen sich übrigens Elefanten so Haarteile rein. Ja, und kleben die dann an ihrem Rüssel über die Stirn. Richtig. So, also was kann das Ding? Das kannst du aufklappen. Aha. Oh, okay. Was ist das? Abgeklebt. Ich kling mich aus, ich weiß, was es ist. Ja, dann sag's nicht. Du weißt wirklich, was ich glaube, ist? Ich glaube, ja. Ich hab's schon gesehen, ja. Ja, dann sag es doch. Nein, dann ist ja der Spiel vorbei. Später kommt es dann raus und sagt, ja genau, das ist es gewesen. Das ist wirklich, hast du überhaupt noch keine Ahnung. Es ist aus einem Kugelhaufenreaktor, mehr sage ich nicht. Richtige Antwort, ja, okay. Wenn du es weißt, dann. Das ist, wenn man Laptop in der Sonne hat, dann kann man das da und drumherum machen und dann hat man trotzdem noch Licht, aber nicht zu viel, damit das nicht da drauf scheint. Sehr gut, eine super Idee. Ja. Das ist, kannst du dafür benutzen, tausendprozentig, aber originär wird es für was anderes. Aber es ist wahrscheinlich aus der Schule, ist das so, damit du nicht abschreibst. So ein Bücherständer oder so? Nee, damit aber du nicht kannst abschreibst. Voll durchgucken. Ja, das haben die Schüler reingemacht, verstehst du? Ist das aus dem Haushalt so, wo man so Plastiktüten reintut und dann so rauszupft?
Nee, der erste Tipp lautet flach. Passt das noch? Wenn man jemanden flach hat. Ich bin Moderator jetzt. Ja, ich glaube. Passt das noch? Das müsste erst mal reichen. Flach. Also okay, der erste Tipp lautet flach und der zweite Tipp einfach. Einfach. Hm? Ja, toll. Flach ist das vielleicht, dass man da zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie ein Gemälde, ja, das legst du da rein und das soll trocknen. Und damit du es transportieren kannst und damit es aber trotzdem Luft bekommt, weil sonst wird es ja nicht trocknen, sind da die Löcher drin. Genau, und damit es ganz glatt bleibt. Und dann gehst du dann da, damit der Picasso kann man Luft das schützen. Ja, genau. Das ist irgendwie aus dem Kunsthandwerk, dann kann man das irgendwie so schützen, dann bleibt es ganz flach und glatt. Ja. Und dann, nee, macht keinen Sinn, weil das ist... Wieso lacht? Guck mal, wie er sich kaputt lacht. Was ist daran so witzig? Ich freue mich über den Bodo, wie der das so schön genießt. Er hat gemacht. Er führt ja gleich wieder irgendwas vor. Ja, es macht jetzt für mich so einen Sinn, man was man so hört. Etwas, und wie man das schützt etwas, damit es nicht knittert. Und der dritte Tipp lautet gleichmäßig. Man schützt etwas, dass es nicht. Sind wir noch zusammen auf einem? Auf ich würde, das hätte jetzt einen anderen Tipp genommen, aber der geht auch. Yeah. Gib du mal den Tier. Muss man also sagen, das legt man auf jeden Fall so zusammen. Irgendwie ist die Funktion so. Okay, wenn das die drei nicht drauf kommen, vergeben wir die 100 Euro und dann muss der Bodo Bügelhilfe, es auflesen. Eine Bügelhilfe vielleicht, irgendwo, dass man da was... Ach, Bügeln hatten wir schon, das kommt nicht zweimal. Nein, das muss irgendwas ganz Beklopptes sein, weil er da gleich wieder irgendwas aufbaut. Ja, ist denn, also pass mal auf, nur mal die Frage. Eine Frage. Benutzt man es flach, so oder stellt man es auf? Und gleichmäßig. Aufstellen oder hinlegen? Man stellt es auf. Ja, nur, also ein bisschen helfen musst du schon, ne? Ja, mache ich ja mit den flach. Tipps. Ich weiß es, ich weiß es. Ah, Hilfe! Ich weiß es. Oh, weiß Kinder, es. Herzinfarkt! Ich weiß es. Herzinfarkt! Ja, ich weiß es. In der Industrie kann man T-Shirts ganz gleichmäßig da reinlegen, dass sie so wie ein Abstandhalter oder sowas, damit die ganz exakt alle im Geschäft gleichmäßig so. Bodo? Abstandhalter so. Es tut uns leid für den Einsender, aber diese Antwort ist leider richtig. Aber es ist so schön, wenn man beim Bodo merkt, wie er wirklich das weiß. Das konnte ich jetzt so richtig spüren. Aber, und wie er so mit euren Antworten, das war toll. Ne? Ja, ich weiß mal auf der anderen Ebene, auf deiner. Können wir das mal sehen? Wisst ihr was, könnt ihr das mal sehen? Das könnt ihr gerne sehen. Aber vorher muss ich noch mal das Formaljuristische klären dieser Sendung. Philipp Wachowiak aus Kempten am Niederrhein. Es tut mir leid, aber ich weiß es, Sonja Kraus hat zugeschlagen. Keine 100 Euro für Sie, aber fürs Team 100 Euro auf euer Konto. Aber sehr gut, Bodo. Sehr, sehr gut. Ja. Und du hast das zu Hause, oder? Nee, ich habe das mal gesehen, aber ich wollte mir es immer holen. Aber ich will jetzt erst sehen, ob es funktioniert. Das zeige ich dir gleich. Bodo hat das in 5 Farben. Ihr habt insgesamt 400 Euro erspielt. Ja. Super, wohin geht das Geld? Das geht in den schönen Odenwald. Da gibt es ein tolles Museum in Reinheim. Und die zeigen uns das dörfliche Leben der alten Zeit und schöne alte Handwerkskunst. Und die können 400 Euro gut gebrauchen. Super, vielen Dank dafür. Ans ganze Team. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ob wir das jetzt noch verkauft bekommen. Ich nehme euch mal mit in meine Wäschestube natürlich. Das kann man ja beim Bund nutzen. Ich musste früher bei der Bundeswehr immer so Shirts auf DIN A4 falten. Man kann es aber auch in der Boutique benutzen oder sonst wo. Und genau dieses erste Teil hier, dieses T-Shirt-Falter, so heißt das Ding nämlich genau, ist eine DIN A4 Größe. Und dann nehmen wir jetzt mal ein T-Shirt. Und dieses T-Shirt werden wir jetzt ordentlich falten. Das legen wir jetzt genau mittig zentriert dort einmal drauf. Dann kann man das, was hier hinten übersteht, schon mal umklappen. Kann man auch später machen, wenn man möchte. Das ist egal. Und dann klappt man es einmal so, wieder zurück, einmal so und Klappe zu, Affe tot. Nee. Verrückt, oder? Also, wenn man ein bisschen Übung hat, geht es vermutlich besser. Aber ich sag mal so, die Verkaufszahlen von diesem Ding, alle wollen das haben. Ja, bei uns jetzt im Shop gleich, im Dings vom Dachshop, können Sie was natürlich sofort kaufen. Gar kein Problem, schlagen Sie zu. Der Erlös geht an meine Kinder. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Dings vom Dach. Kaufen, zuschlagen. Die schicken uns diese wunderschönen Dingse. Die sind mindestens 30 Jahre alt und haben das gewisse Etwas. Die können etwas ganz Besonderes. Und die vier sollen rausfinden, was nun ganz genau. Begrüßen Sie unser Rateteam des Abends. Herzlich willkommen. Hier ist Matze Knob, Barbara Ruscher, Sonja Kraus und Bodo Bach.
Und das hier ist ein erster Hauptdarsteller, den wir heute Abend hier ganz herzlich willkommen heißen. Das ist von Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Und das ist, ja, was genau? Das ist eure Frage. Sie bekommt 100 Euro, wenn ihr es nicht rausbekommt. Ansonsten, wenn ihr es rausbekommt, geht die Kohle auf euer Konto. Ihr spielt es am Ende der Sendung dann aus. Was ist das? Schmutzig ist es. Es ist brachial, Metall. Es könnte mit Schleswig-Holstein das nichts zu tun, oder? Krabbenpuhle, macht man das mit sowas? Nein. Drehst du es mal? Ja, ich lasse es noch mal. Zeige dir das mal so in die Kamera, ne? Also, definitiv Metall. Hier so ein bisschen Isolierzeug. Ist das Gummi? Ist das Gummi. Okay. Ja. Okay. Hier ist so eine, das kann doch bestimmt was ganz Tolles. Ja, aber das ist eine kleine Zange. Und da ist eine Feder hier unten angebracht. Ich weiß noch nicht, wie man das bedient, damit das aufgeht. Also hier kann man das drehen, das Ding. Danke. Das muss doch jetzt irgendwas. Du ja das Spiel warte mal. Hin. So, jetzt. Ja, danke schön. Siehst du? Ja, wenn das jetzt vielleicht weiter rankommt, dann dass sich die öffnet. Guck mal, guck, es bewegt sich doch. Ja, es zieht sich nach hinten. So, es zieht sich nach hinten. Dann möchte man sich in die Hände von Sonja Kraus geraten. Eine Nagelschere für Kühe. Eine Nagelschere für Kühe. Hier ist Stopp. Ja, das habe ich auch gedacht. Ist nicht schlecht. Ja. Aber falsch. Mats, was könnte das sein? Doch. Hallo? Entschuldigung. Also erstmal ist die Frage, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da bin ich ja zum Glück nicht der Einzige am Tisch. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich für jemanden, der seit 15 Jahren einen Ehering trägt. Jetzt hat der vielleicht möglicherweise etwas dickere Finger bekommen. Das Ding geht nicht mehr ab. Jetzt machst du deinen ersten Kegelausflug und willst natürlich frei sein. Verstehst du? Ne? Im Samba-Zug. Und dann hältst du den Finger hier rein und kannst sozusagen mit dieser Zange den Ring vom Finger runteroperieren. Aua. Das ist Aua. Aber nur die Maschine für runtermachen. Für draufmachen muss es auch noch eine geben. Oder es hat irgendwas mit der Zunge zu tun. Also die Zunge. Wollt ihr einen Tipp haben? Ja. Ein erster Tipp von drei möglichen. Aua. Und der erste Tipp lautet Metall. Gut? Nein, war nicht, Metall. Nicht Zunge, also nicht Fleisch. Metall ist ja. Blomben. Die Kuh hat Blomben. Ja, und du kannst sozusagen damit, das ist ja wie beim Zahnarzt, das ist für einen Kuhzahnarzt. Gibt es überhaupt Kuhzahnarzt? Barbara, geh mal Richtung Schweißen. Ich glaube, Schweißarbeit. Irgendwas wird damit arretiert und festgehalten, was ich dann schweißen oder löten kann. Nee, weil der zweite Tipp wäre Mode. Na, dann passt es nicht. Okay, Metall und Mode. Mode? Ach, damit hat man die Keuschheitsgürtel gemacht. Schuhe, bleib bei Schuhe. Nein, weil hinten so Metall. Nein. So Metall. Halt! Ach, stopp! Ja, sieben. Jetzt hör doch mal auf. Der kann auch also, gar nicht zählen. Wenn du hinten, du hast quasi an der Hacke hast du so Metallplatten, die das so ein bisschen festigen. Ah nein, du hast auch Metall hier unten in den Absätzen und so weiter. Da hast du ja auch Metall. Das wird gelöst. Schnürsenkellöcher. Was denn? Wo denn? Bei welchen? Wie heißt das unten bei den Schuhen? Stiefel. Unten in der Sohle und im Absatz sind Nägel auch drin, die bei man rauszieht. Bei Flipflops zum Beispiel. Schutzeisen, Stoßeisen. Die Absätze, da sind Nägel drin. Weiß ja. ich, wenn ja, lass es gelten. Dass ich von dir das Wort High Heels nicht gehört habe, enttäuscht mich allerdings schon ein bisschen. Und so nutzt man es bitte schön. Der Schuhmacher soll ein paar abgelaufene Stöckelschuhe reparieren. Besonders der kleine Pfennigabsatz ist abgelaufen und muss erneuert werden. Deshalb spannt er ihn in den Stahlstiftzieher ein, so heißt unser Dings. Damit kann er den zuweilen sehr fest sitzenden Nagel, mit dem der kleine Absatz befestigt ist, herausziehen. Das geht mit diesem praktischen Gerät sehr schnell. Und ebenso schnell hat er einen neuen Absatz aufgesetzt und festgenagelt. Das war aber knapp. Ja, aber. Du warst schnell bei Schuhen und warst du dann, aber hast du mir alle möglichen Schuhe entgegengeworfen. Ja, ich war Sicherheitsschuhe, aber hi, was Frauen so anziehen. Und wir fangen erst an. Jetzt pass mal auf. Ja. 20 Sekunden geben wir euch für das. Okay, Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Leider keine 100 Euro. Das geht aufs Konto vom Team. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sonja. Und jetzt zittern Sie im Breisgau. Oh. Zittern Sie im Breisgau. Dieses kleine Schmuckstück ist von Raphael Seifert aus Freiburg. Und der möchte auch wissen, was ist das? Was kann man damit anstellen? Und das ist auch 100 Euro wert. Matze, magst du mal anfangen?
Ja, also man kann es auf jeden Fall auffächern. Das heißt, du kannst sozusagen, das ist sozusagen ist ein Messgerät. Mhm. Und zwar kannst du, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie weit der Mond, ja, oder die Sonne von der Erde weg ist, dann kannst du das, wow, entsprechend so halten und siehst zum Beispiel, wenn es das ganz Kleine ist, wow, ja, dann ist der Mond zum Beispiel auf einmal 3 Millionen Kilometer weg. Mhm. Ja. Und wenn du das Große hast, dann ist er kurz über deinem Schornstein. Und dann kannst du ungefähr auch, ne, so ein bisschen, ja, du weißt dann auch... Gucken, was das für eine Güteklasse ist oder so. Ja. Also, ah, das ist toll. Wie groß das B1, da haben sie dich total beschissen. Das ist irgendwie... Das ist EU-Norm. Nicht mal ein Wachtelei. Also, genau, das, nee, ist EU-Norm. Die erste DIN. Eiermesser. Die erste DIN, der nee. Mess, das Messgerät... Was durchgeht, ist gut, und was nicht durchgeht... Und du musst schön flexibel bleiben. Jetzt brauchen wir einen Tipp. Bei Autos kenne ich das, haben wir früher die Benzin. Was war der erste Tipp? Der erste Tipp war, es wird was gemessen. Es wird, ach ja, ja, gut, das haben wir ja schon gewusst. Der zweite Tipp muss flexibel bleiben. Ja. Flexibel bleiben. Ein Schlauch vielleicht, Schlauchgröße. Ist es vielleicht eine Münze, dass man Münzen oder sowas damit gemessen hat? Ah, oder sowas? Das ist gut. Es sieht mir irgendwie so ein bisschen edel aus. Vielleicht das bin ich jetzt gut. auch falsch, völlig der, auf der falschen, so irgendwie doch. Schon Schmuck oder sowas. Nein, Geld. Zifferblatt oder sowas gemessen hat, ob es dann auch passt in die... Nee. Wollt ihr noch einen Tipp haben, den letzten? Ja. Es geht um das Wort sichtbar. Flexibel. Optiker ist gut. Ha, da gibt es doch auch diese... Ja, ja eben. Ne? Aber da ist ja Glas dazwischen. Genau. Da je nachdem, wie groß die Pupille ist, verstehst du, ja, siehst du, ob du was eingeworfen hast oder nicht. Für die Polizei, Streife. Ja. Ja. Das ist so ein Drohnenmesser, genau, verstehst du? Haben wir was eingeschmissen? Wo kann man denn da? Ja. Flexibel bleiben und... Nee, da seid ihr noch zu weit weg. Flexibel, nee, sichtbar. Und ich hätte wetten können, dass der Bodo das sofort raushaut. Nee. Wieso? Weil ich glaube, der ja aus so einem Art Fotohaushalt kommt. Ja. Und ich zeig euch mal, wozu man diese Fotoblenden, so heißt das Ding, nämlich ganz genau nutzt. Das Fotografieren mit so einer alten Plattenkamera ist noch eine richtige Herausforderung. Wenn das Motiv eingerichtet ist, muss der Fotograf die Lichtverhältnisse erstmal richtig überprüfen, um dann nämlich die richtige Blende zu bestimmen. Dazu hat er einen Satz unterschiedlich großer Fotoblenden dabei, die er in einen kleinen Schlitz am Objektiv einschieben kann. Diese scheint hier bei dem Licht die richtige zu sein. Und dann heißt es bitte recht unfreundlich schauen und die Belichtung läuft. Unser Dings, das sind Fotoblenden. Und warum habe ich gesagt, bitte recht unfreundlich gucken? Die mussten halt 3-4 Minuten lang, so lang war die Blende offen, in die Kamera gucken, starr und stumm. Und wenn die gelächelt haben, das funktionierte nicht. Und deswegen hat man gesagt, guck mal ganz unfreundlich, guck bitte ganz ernst, dann kann das Foto ordentlich werden. Und wir danken dem Heimatmuseum in Lampertheim. Dort haben wir diesen schönen kleinen Film gedreht. Dankeschön dafür. Heißt aber für Raphael Seifert aus Freiburg im Breisgau 100 Euro gehen in ihre, okay, Richtung. Herzlichen Glückwunsch. Ältere Leute, und die haben aber durchaus auch größere Kugeln. Also ich, das ist die Boule-Variante, aber ist das, ja, Peton. Ist die Rollator-Variante oder was? Kennt ihr das? Betreutes Boulen. Ja. Also so. Ich sag so. B. Eine Frage habe ich noch. Ich würde auf jeden Fall B sagen. Aber ist das die kleine Kugel, die man vorwirft? Nee. Oder die, was, nein, das ist die Spielkugel. Spielkugel. Eine der also sechs Spielkugeln. Also es wäre schöner. Wär schöner, wenn es jetzt nicht mit Atomkraft. Und dann wäre die kleine Kugel aber noch kleiner. Ja, ein Ticken kleiner, ja. Die hast du auch schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Okay. Der Fuchs. Dann sind wir doch beim... Der gejagt. Dann, ja. Beim Kugelreaktor. Ja. Nee, komm, ey. Ich habe also schon gesagt, ich nehme B. Aber ich lasse mich gerne überstimmen. Also ich meine... Die Blonden nehmen B. Wir bleiben bei der französischen Variante. Wieso wir? Du hast mit mir noch gar nicht geredet. Ja. Wir sind aber schon wieder raus. Ich sammle mich noch. Ich versuche noch abzuwägen. Da habt ihr schon wieder entschieden. Okay. Nehmt es. Eben lag dir ja auch richtig. Also du bist bei B? Trotz deines Wissens. Ich bin bei Beton. Ja. Du bist bei Beton. Also ich habe Vertrauen in die älteren Herrschaften, dass sie auch größere Kugeln stemmen, ja, und werfen können. Ich fand es auch ein bisschen respektierlich von Ilse zu sagen, ältere Herrschaften und Frauen. Aber gut, ihr nehmt also mehrheitlich die Beton-Kugeln und das ist falsch. Oh. Oh. Enttäuschung auf ganzer Linie. Es mag zu nah liegen. Was gesagt? Zu nah. Wir halten mal fest,
dass der Bodo alles kennt, weil der kennt nicht nur Pétanque, weil es wirklich gibt als Spiel. Ich habe mir das komplett ausgeredet. Ich war jetzt der Meinung, es gibt es nicht. Und du kennst exakt als Einziger, weil ich kannte es auch nicht. Du kanntest diese Graphitkugeln, die in Atomkraftwerken benutzt wurden oder in Kraftwerken benutzt wurden. Das Wort Kugelreaktor oder Kugelhaufenreaktor habe ich schon gehört. Natürlich. Und hättest du auf deine Kugelstimme gehört, bitte? Ja, ich wollte nur sagen, ich möchte, liebe Herrschaften zu Hause, die etwas älter sind, ich habe zu Ihnen gehalten, weil ich habe Ihnen das zugetraut, dass Sie mit einer größeren Kugel, hier, die drei, ich bin raus. Ihr dürft euch auch durchsetzen, Jungs. Gratuliere. Mobbing von einem anderen Stern, aber ich möchte gar nicht zu. Aber wisst ihr was? Ich gehöre gar nicht zu. Werner Fürst freut sich trotzdem, denn der kriegt jetzt 100 Euro von uns. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das habe ich im Kugelhaus. Ah, ja. Die haben wieder. Ich habe gekriegt, so was zu spielen. Und wenn Sie die Ilse noch mal Pétanque spielen sehen wollen, überhaupt kein Problem. Sie können sich die Sendung noch mal anschauen. Im Netz nämlich, auf unserer Homepage, dings.hr.de. Da können Sie übrigens auch sehen, wie Sie ins Frankfurter Studio kommen, mal hier als Studiopublikum dabei sein können. Alles kein Problem. Jetzt sagen wir Dankeschön, Ilse, und freuen uns auf das nächste Dings vom Dach. Dies ist von Erika van Riesen aus Bad Wörishofen im Unterallgäu. Was lachst du so? Ich habe so eine Idee, was es sein könnte. Ja? Ja, ich finde es goldig. Unterallgäu ist goldig. Auch schön. Ich das könnten so Spurmacher sein, wenn man jetzt quasi ein Geflügel, das, weißt du, was ich meine? Dass man damit Abdrücke macht und den Fuchs damit in die Falle lockt. Nee. Es gab doch in der Grundschule früher dieses, wo man so auskratzt. Das ist für Stockenden mit Stockbeinen. Wie hieß das noch? Nein, das ist Branding. Verstehst du? Wenn, ach so, hier so. Ja, das ist quasi zum Beispiel, es gibt auch hinten Metall auf den Absätzen drauf, damit sie sich nicht so schnell ablaufen. Oder man nimmt bei Steppschuhen jetzt mal ein Steppschuh oder Reiterstiefel, haben hinten Sporen dran. Oder, hilf mir mal. Ja. Oder Skischuhe. Aber es ist schon beim Menschen. Also, oder nicht, oder ihr seid schon nicht schlecht, aber die Zeit läuft runter. Jetzt ist ein Kampf gegen Skischuhe, Skischuhe, Arbeitsschuhe, Metallkappen. Schuhe, aber bei den Schuhen sind wir. Und, oder bei den Pferdehufen. Nein, Schuhe, bleib bei Schuhen. Nein, weil hinten so Metall. So mit, halt! Acht! Stopp! Ja! Sieben! Jetzt hör doch mal auf! Der kann auch gar nicht zählen. Wenn du hinten, du hast quasi an der hinten, an der Hacke hast du so Metallplatten, die das so ein bisschen festigen. Nein, nein, du hast auch Metall hier unten in den Absätzen und so weiter. Da hast du ja auch Metall. Das wird die Eisen von Schnürsenkellöcher. Das wird was denn? Was denn? Was denn? Wo denn? Bei welchen? Wie heißt das unten bei den Schuhen? Stiefel. Unten in der Sohle und im Absatz sind Nägel auch drin, die bei man rauszieht. Bei Flipflops zum Beispiel. Schutzeisen, Stoßeisen. Die Absätze, da sind Nägel drin. Weiß ja. Ich, wenn ja, lass es gelten. Dass ich von dir das Wort High Heels nicht gehört habe, enttäuscht mich allerdings schon ein bisschen. Und so nutzt man es bitte schön. Der Schuhmacher soll ein paar abgelaufene Stöckelschuhe reparieren. Besonders der kleine Pfennigabsatz ist abgelaufen und muss erneuert werden. Deshalb spannt er ihn in den Stahlstiftzieher ein, so heißt unser Dings. Damit kann er den zuweilen sehr fest sitzenden Nagel, mit dem der kleine Absatz befestigt ist, herausziehen. Das geht mit diesem praktischen Gerät sehr schnell. Und ebenso schnell hat er einen neuen Absatz aufgesetzt und festgenagelt. Das war aber knapp. Ja, aber. Du warst schnell bei Schuhen und warst du dann, aber hast du mir alle möglichen Schuhe entgegengeworfen. Ja, ich war Sicherheitsschuhe, aber hi, was Frauen so anziehen. Und wir fangen erst an. Jetzt pass mal auf. Ja. 20 Sekunden geben wir euch für das. Okay, Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Leider keine 100 Euro. Das geht aufs Konto vom Team. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sonja. Und jetzt zittern Sie im Breisgau. Oh. Zittern Sie im Breisgau. Dieses kleine Schmuckstück ist von Raphael Seifert aus Freiburg. Und der möchte auch wissen, was ist das? Was kann man damit anstellen? Und das ist auch 100 Euro wert. Matze, magst du mal anfangen? Ja, also man kann es auf jeden Fall auffächern. Das heißt, du kannst sozusagen, das ist sozusagen ist ein Messgerät. Was Sonja, glaube ich, gesagt hat, war Haarspange. Hab ich doch schon gesagt, die... Es ist ja keine Haarspange. Das ist eine Toupet-Spange und so nutzt man sie.
Nein, das ist keine tote Bisamratte, die der Maskenbildner hier bearbeitet, sondern ein sehr altes Haarteil. Um das später sicher auf dem Kopf zu befestigen zu können, näht er eine Toupet-Spange fest daran. Mit solchen Toupet-Spangen kann man das Haarteil dann am Haar des Schauspielers einklemmen und festklemmen. So sitzt es nämlich später als Teil der Frisur fest auf dem Kopf und sieht dann hoffentlich nicht mehr ganz so künstlich aus, wie das gleich der Fall ist. So nämlich. Unser Dings ist eine Toupet-Spange. Fröhliches Kämmen. Hallo. Einspruch. Hör mal, ich rede hier über Augenbrauen, Nasenhaare. Sie hat es gesagt. Ja. Da musst du in dem Moment musst du schon. In dem Moment, wo du sowas sagst, mache ich. Yeah! Ja! Das ist für euch! Ja! Aber nicht irgendwie so tun als. Und dann auf einmal sagen, ihr wart mal ganz kurz in der Nähe. Ja, du bist der Anwalt des Publikums, das wissen wir. Aber ich meine, ey. Ey. Ich glaube, sowas benutzt der Trump, oder? Der hat ja immer die Haare so. Aber weißt du was? Drei davon. Drei. Und wir haben eins davon kriegen können von seinen dreien. Und Björn Geißler aus Siegen in NRW hat uns das zugesandt. Und dafür kriegt er 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und um jetzt wieder ein bisschen Frieden reinzubringen in den Laden, gibt es noch was ganz Kleines, was ganz Großes. Hier ist das nächste Ding vom Dach. Oh Gott, jetzt kommt's. Ein Elefant. Ja, wo ist er denn? Der Elefant? Ja. Das ist ja mal ein dickes Ding. Ah, viel gewinnt. Philipp Wachowiak aus Kempten am Niederrhein hat uns das eingesandt und möchte gerne wissen, was das ist. Was ist das? Ich glaube, eine Beamtenklange. Damit machen sich übrigens Elefanten so Haarteile rein. Ja, und kleben die dann an ihrem Rüssel über die Stirn. Richtig. So, also was kann das denn? Das kannst du aufklappen. Aha. Oh, okay. Was ist das? Abgeklebt. Ich kling mich aus, ich weiß, was es ist. Ja, dann sag's nicht. Du weißt wirklich, was ich glaube, ist? Ich glaube, ja. Ich hab's schon gesehen, ja. Ja, dann sag es doch. Nein, dann ist ja der Spiel vorbei. Später kommt es dann raus und sagt, ja genau, das ist es gewesen. Das ist ein hast du überhaupt noch keine Ahnung. Es ist aus einem Kugelhaufenreaktor, mehr sage ich nicht. Richtige Antwort, ja okay, wenn du es weißt, dann... Das ist, wenn man einen Laptop in der Sonne hat, dann kann man das da und drumherum machen und dann hat man trotzdem noch Licht, aber nicht zu viel, damit das nicht da drauf scheint. Sehr gut, eine super Idee. Ja. Das ist, kannst du dafür benutzen, tausendprozentig, aber originär wird es für was anderes. Er führt ja gleich wieder irgendwas vor. Ja, es macht jetzt für mich so einen Sinn, man was man so hört. Etwas, und wie man das schützt ist. Etwas, damit es nicht knittert. Und der dritte Tipp lautet gleichmäßig. Man schützt etwas, dass es nicht knittert. Sind wir noch zusammen auf einem... Ich hätte jetzt einen anderen Tipp genommen, aber der geht auch. Ja, gib du mal den Tier. Muss man also sagen, das legt man auf jeden Fall so zusammen. Irgendwie ist die Funktion so. Okay, wenn die drei nicht drauf kommen, vergeben wir die 100 Euro und dann muss der Boden erst aufnehmen. Eine Bügelhilfe vielleicht, irgendwo, dass man da was... Ach, Bügeln hatten wir schon, das kommt nicht zweimal. Nein, das muss irgendwas ganz Beklopptes sein, weil er da gleich wieder irgendwas aufbaut. Ja, also pass mal auf, nur eine Frage. Benutzt man es so oder stellt man es auf? Und gleichmäßig. Aufstellen oder hinlegen? Man stellt es auf. Ja, nur, also ein bisschen helfen musst du schon, ne? Ja, mache ich ja mit den Tipps. Ich weiß es, ich weiß es. Ah, Hilfe! Ich weiß es. Oh, weiß Kinder, es. Herzinfarkt! Ich weiß es. Herzinfarkt! Ja, sag. Ich weiß es. In der Industrie kann man T-Shirts ganz gleichmäßig da reinlegen, dass sie so wie ein Abstandhalter oder sowas, damit die ganz exakt alle im Geschäft gleichmäßig so. Bodo? Abstandhalter so. Es tut uns leid für den Einsender, aber diese Antwort ist leider richtig. Aber es ist so schön, wenn man beim Bodo merkt, wie er wirklich das weiß. Das konnte ich jetzt so richtig spüren. Aber, und wie er so mit euren Antworten, das war toll. Ne? Ja, ich weiß mal auf der anderen Ebene, auf deiner. Können wir das mal sehen? Wisst ihr was, können wir das mal sehen? Das könnt ihr gerne sehen. Aber vorher muss ich noch mal das Formaljuristische klären in dieser Sendung. Philipp Wachowiak aus Kempten am Niederrhein. Es tut mir leid, aber ich weiß es. Sonja Kraus hat zugeschlagen. Keine 100 Euro für Sie, aber fürs Team 100 Euro auf euer Konto. Aber sehr gut, Bodo. Sehr, sehr gut. Ja. Und du hast das zu Hause, oder?
Nee, ich habe das mal gesehen, aber ich wollte mir es immer holen. Aber ich will jetzt erst sehen, ob es funktioniert. Das zeige ich dir gleich. Odo hat das in 5 Farben. Ihr habt insgesamt 400 Euro erspielt. Ja. Super, wohin geht das Geld? Das geht in den schönen Odenwald. Da gibt es ein tolles Museum in Rheinheim. Und die zeigen uns das dörfliche Leben der alten Zeit und schöne alte Handwerkskunst. Und die können 400 Euro gut gebrauchen. Super, vielen Dank dafür. Ans ganze Team. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ob wir das jetzt noch verkauft bekommen. Ich nehme euch mal mit in meine Wäschestube natürlich. Das kann man ja beim Bund nutzen. Ich musste früher bei der Bundeswehr immer so Shirts auf DIN A4 falten. Man kann es aber auch in der Boutique benutzen oder sonst wo. Und genau dieses erste Teil hier, dieses T-Shirt-Falter, so heißt das Ding nämlich genau, ist eine DIN A4-Größe. Und dann nehmen wir jetzt mal ein T-Shirt. Und dieses T-Shirt werden wir jetzt ordentlich falten. Das legen wir jetzt genau alt und haben das gewisse Etwas. Die können etwas ganz Besonderes. Und die vier sollen rausfinden, was nun ganz genau. Begrüßen Sie unser Rateteam des Abends. Herzlich willkommen. Hier ist Matze Knob, Barbara Ruscher, Sonja Kraus und Bodo Bach. Und das hier ist ein erster Hauptdarsteller, den wir heute Abend hier ganz herzlich willkommen heißen. Das ist von Reinhilde Schiller aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Und das ist, ja, was genau? Das ist eure Frage. Sie bekommt 100 Euro, wenn ihr es nicht rausbekommt. Ansonsten, wenn ihr es rausbekommt, geht die Kohle auf euer Konto. Ihr spielt es am Ende der Sendung dann aus. Was ist das? Schmutzig ist es. Es ist brachial. Metall. Es könnte... Mit Schleswig-Holstein hat das nichts zu tun, oder? Krabbenpuhle, macht man das mit sowas? Nein. Drehst du es mal? Ja, ich lass es noch mal mit. Zeige das mal so in die Kamera, ne? Also, definitiv Metall. Hier so ein bisschen Isolierzeug. Das Gummi? Ist das Gummi. Okay. Ja. Okay. Hier ist so eine, das kann doch bestimmt was ganz Tolles. Ja, aber das ist eine kleine Zange. Und da ist eine Feder hier unten angebracht. Ich weiß nur nicht, wie man das bedient, damit das aufgeht. Also hier kann man das drehen, das Ding. Danke. Das muss doch jetzt irgendwas... Jetzt nimmst du ja das Spiel nach dir weg. Warte mal. So, jetzt. Ja, danke schön. Siehst du? Ja, wenn das jetzt vielleicht weiter rankommt, dann dass sich die öffnet. Guck mal, guck, es bewegt sich doch. Ja, es zieht sich nach hinten. So, es zieht sich nach hinten. Dann möchte ich mal in die Hände von Sonja Kraus geraten. Eine Nagelschere für Kühe. Hier ist Stopp. Ja, das habe ich auch gedacht. Ist nicht schlecht. Ja. Aber falsch. Mats, was könnte das sein? Doch. Hallo? Entschuldigung. Erstmal ist die Frage, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da bin ich ja zum Glück nicht der Einzige am Tisch. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich für jemanden, der seit 15 Jahren einen Ehering trägt. Jetzt hat der vielleicht möglicherweise etwas dickere Finger bekommen. Das Ding geht nicht mehr ab. Jetzt machst du deinen ersten Kegelausflug und willst natürlich frei sein. Verstehst du? Ne? Im Samba-Zug. Und dann hältst du den Finger hier rein und kannst sozusagen mit dieser Zange den Ring vom Finger runteroperieren. Aua. Das ist Aua. Aber nur die Maschine für runtermachen. Für draufmachen muss es auch noch eine geben. Oder es hat irgendwas mit der Zunge zu tun. Also die Zunge. Wollt ihr einen Tipp haben? Ja. Ein erster Tipp von drei möglichen. Aua. Und der erste Tipp lautet Metall. Gut? Nein, war nicht Zunge, also nicht Fleisch. Metall. Blomben. Die Kuh hat Blomben. Ja, und du kannst sozusagen damit, das ist ja wie beim Zahnarzt, das ist für einen Kuhzahnarzt. Gibt es das überhaupt, Kuhzahnarzt? Barbara, geh mal Richtung Schweißen. Ich glaube, Schweißarbeit. Irgendwas wird damit arretiert und festgehalten, was ich dann schweißen oder löten kann. Nee, weil der zweite Tipp wäre Mode. Na, dann passt es nicht. Okay, Metall und Mode? Ach, damit hat man die Keuschheitsgürtel gemacht. Genau. Jetzt wissen wir es. Ritterrüstungen wurden damit genäht. Genau. Ja, so alt. Das kann das sein, das kannst du aufklappen. Aha. Oh, okay. Was ist das? Abgeklebt. Ich klinge mich aus, ich weiß, was es ist. Ja, dann sag's nicht. Du weißt wirklich, was ich glaube, ist? Ja. Ich glaube, ich hab's schon gesehen, ja. Ja, dann sag es doch. Nein, dann ist ja der Spiel vorbei. Später kommt es dann raus und sagt, ja genau, das ist es gewesen. Das ist wirklich, hast du überhaupt noch keine Ahnung. Es ist aus einem Kugelhaufenreaktor, mehr sage ich nicht. Richtige Antwort, ja, okay, wenn du es weißt, dann... Das ist, wenn man einen Laptop in der Sonne hat, dann kann man das da und drumherum machen und dann hat man trotzdem noch Licht, aber nicht zu viel, damit das nicht da drauf scheint. Sehr gut, eine super Idee. Ja. Das ist, kannst du dafür benutzen, tausendprozentig, aber originär wird es für was anderes. Aber es ist wahrscheinlich aus der Schule, ist das so, damit du nicht abschreibst. So ein Bücherständer oder so? Nee, damit du kannst auch voll durchgucken. Ja, das haben die Schüler reingemacht, verstehst du? Ist das aus dem Haushalt so, wo man so Plastiktüten reintut und dann so rauszupft? Nee, der erste Tipp lautet flach. Passt das noch? Wenn man jemanden flach... Ich bin Moderator jetzt. Ja, ich glaube... Passt das noch? Das müsste erst mal reichen. Flach. Also okay, der erste Tipp lautet flach und der zweite Tipp einfach.
Einfach. Hm? Einfach toll. Flach ist das vielleicht, dass man da zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie ein Gemälde, ja, das legst du da rein und das soll trocknen. Und damit du es transportieren kannst und damit es aber trotzdem Luft bekommt, weil sonst wird es ja nicht trocknen, sind da die Löcher drin. Genau, und damit es ganz glatt bleibt. Und dann gehst du dann da, damit der Picasso Luft kriegt. Schützen. Ja, genau. Das ist irgendwie aus dem Kunsthandwerk, dann kann man das irgendwie so schützen, dann bleibt es ganz flach und glatt. Ja. Und dann, nee, macht keinen Sinn, weil das ist... Wieso lacht? Guck mal, wie er sich kaputt lacht. Was ist daran so witzig? Ja, ich freue mich über den Bodo, wie der das so schön genießt. Aber er hat gemacht. Er führt ja gleich wieder irgendwas vor. Ja, es macht jetzt für mich so einen Sinn, was man so hört. Man schützt etwas, damit es nicht knittert. Und der dritte Tipp lautet gleichmäßig. Man schützt etwas, dass es nicht. Sind wir noch zusammen auf einem? Auf ich würde, das hätte jetzt einen anderen Tipp genommen, aber der geht auch. Ja, gib du mal den Tier. Muss man also, sagen, das legt man auf jeden Fall so zusammen. Irgendwie ist die Funktion so. Okay, wenn das die drei nicht drauf kommen, vergeben wir die 100 Euro und dann muss der Bodo Bügelhilfe, es auflesen. Eine Bügelhilfe vielleicht irgendwo, dass man da was... Ach, bügeln hatten wir schon, das kommt nicht zweimal. Nein, das muss irgendwas ganz Beklopptes sein, weil er da gleich wieder irgendwas aufbaut. Ja, ist flach, also pass mal auf, nur mal die Frage. Eine Frage. Benutzt man es flach, so oder stellt man es auf? Und gleichmäßig. Aufstellen oder hinlegen? Man stellt es auf. Ja, nur, also ein bisschen helfen musst du schon, ne? Ja, mache ich ja mit den flach. Tipps. Ich weiß es, ich weiß es. Ah, Hilfe! Ich weiß es. Oh, Kinder, Herzinfarkt! Ich weiß es. Herzinfarkt! Ja, sag. Ich weiß es. In der Industrie kann man T-Shirts ganz gleichmäßig da reinlegen, dass sie so wie ein Abstandhalter oder sowas, damit die ganz exakt alle im Geschäft gleichmäßig so. Bodo? Abstandhalter so. Es tut uns leid für den Einsender. Des Schauspielers einklemmen und festklemmen. So sitzt es nämlich später als Teil der Frisur fest auf dem Kopf und sieht dann hoffentlich nicht mehr ganz so künstlich aus, wie das gleich der Fall ist. So nämlich. Unser Dings ist eine Toupet-Spange. Fröhliches Kämmen. Hallo. Einspruch. Hör mal, ich rede hier über Augenbrauen, Nasenhaare. Sie hat es gesagt. Ja. Da musst du in dem Moment musst du schon. In dem Moment, wo du sowas sagst, mache ich. Ja! Das ist für euch! Ja! Aber nicht irgendwie so tun, als. Und dann auf einmal sagen, ihr wart mal ganz kurz in der Nähe. Ja, du bist der Anwalt des Publikums, das wissen wir. Aber ich meine, ey. Ey. Ich glaube, sowas benutzt der Trump, oder? Der hat ja immer die Haare so. Aber weißt du was? Drei davon. Drei. Und wir haben eins davon kriegen können von seinen dreien. Und Björn Geißler aus Siegen in NRW hat uns das zugesandt. Und dafür kriegt er 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und um jetzt wieder ein bisschen Frieden reinzubringen in den Laden, gibt es noch was ganz Kleines, was ganz Großes. Hier ist das nächste Ding vom Dach. Oh Gott, jetzt kommt's. Ein Elefant. Ja, wo ist er denn? Der Elefant? Ja. Das ist ja mal ein dickes Ding. Ah, viel gewinnt. Philipp Wachowiak aus Kempten am Niederrhein hat uns das eingesandt und möchte gerne wissen, was das ist. Was ist das? Ich glaube, eine Beamtenplatte. Damit machen sich übrigens Elefanten so Haarteile rein. Ja, und kleben die dann an ihrem Rüssel über die Stirn. Richtig. So, also was kann das denn? Das kannst du aufklappen. Aha. Oh, okay. Was ist das? Abgeklebt. Ich kling mich aus, ich weiß, was es ist. Ja, dann sag's nicht. Du weißt wirklich, was ich das glaube, ist? Ja. Ich hab's schon gesehen, ja. Ja, dann sag es doch. Nein, dann ist ja der Spiel vorbei. Später kommt's dann raus und sagt, ja genau, das ist es gewesen. Das ist ein hast du überhaupt noch keine Ahnung. Es ist aus einem Kugelhaufenreaktor, mehr sage ich nicht. Doch, richtige Antwort, ja, okay, wenn du es weißt, dann... Das ist, wenn man einen Laptop in der Sonne hat, dann kann man das da und drumherum machen und dann hat man trotzdem noch Licht, aber nicht zu viel, damit das nicht da drauf scheint. Sehr gut, eine super Idee. Ja. Das ist, kannst du dafür benutzen, tausendprozentig, aber originär wird es für was anderes. Aber es ist wahrscheinlich aus der Schule, ist das so, damit du nicht so abschreibst. So ein Bücherständer oder so? Nee, damit aber du nicht kannst voll durchgucken. Ja, das haben die Schüler reingemacht, verstehst du? Ist das aus dem Haushalt so, wo man so Plastiktüten reintut und dann so rauszupft? Nee, der erste Tipp lautet flach. Passt das noch? Wenn man jemanden flach... Nee, wie Moderator jetzt. Ja, ich glaube... Passt das noch? Das müsste erst mal reichen. Ja. Flach. Also okay, der erste Tipp lautet flach und der zweite Tipp einfach. Einfach. Ja, toll.